Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Gucci und zwar die neuen Gucci Blushes, die gerade vor ein paar Tagen auf der Seite von Gucci gelauncht sind. Die kommen in 6 Farben. Ich habe sie momentan nur bei Gucci und bei De Bijenkorf in den Niederlanden gesehen. Ich denke aber, in den nächsten 1 bis 2 Wochen werden sie sicherlich bei Douglas zum Beispiel erhältlich sein. Sobald sie da erhältlich sind, werde ich es unten verlinken. Aber auch von der Gucci-Webseite kann man sehr gut bestellen. Dadurch, dass die Sachen aus Italien verschickt werden, kommen keine extra Zollgebühren für uns zum Beispiel in Deutschland dazu oder innerhalb der EU dazu. Die Außenverpackung ist wie bei Gucci üblich. Die sieht so aus. Die Blushes kommen in 6 Farben, kosten je 54 Euro. Und dann ist das Compact, dieses süße Stück hier, das gefällt mir sehr gut. Das hat so was Verspieltes. Von der Verpackung her gefällt mir Gucci meistens sehr gut. Sie schreiben dazu, Gucci präsentiert Blush Debuté, das erste Puder Rouge des Hauses für einen unverfälschten, kreativen Ausdruck. Seine anpassbare Formel mit weichen Pudern und Pigmenten enthält pflegende Wachse, um Schicht für Schicht aufbaubare und intensive, langlebige Farben zu bieten. Das ultradünne Puder versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und eignet sich für alle Hauttypen. Dank Shea Butter, Hyaluronsäure und Öl der schwarzen Rose fühlt es sich an wie eine zweite Haut. Das neue Puder Rouge von Gucci ist besonders vielseitig und pflegt ihre Haut, damit sie sich so gut anfühlt, wie sie aussieht. Also das hört sich schon mal alles sehr gut an. Das soll eine Formulierung sein, die sehr leicht aufgetragen werden kann, aber durchaus auch aufbaubar ist. Also sie passt sich dem eigenen Stil genau an. Man kann sie sowohl natürlich für die Wangen verwenden, aber sie schreiben auch speziell, dass es gut für die Augen verwendbar ist. Und die enthaltenen Pflegestoffe, die sollen das trockene Gefühl, was sonst von Pudern gerne mal ausgeht, eben mindern. Die Verpackung, ich zeige die mal von nahen. Das ist eine kleine Dose. Es sind 5,5 Gramm enthalten. Es ist eine Haltbarkeit von 24 Monaten angegeben und die sind made in Italy. Das fühlt sich ziemlich hochwertig an. Das ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, also auf der Rückseite hat man den Sticker und da ist auch so ein kleiner Dot, sodass es aussieht, als ob es Refills dazu geben könnte. Bei der Lidschattenpalette haben sie ja auch davon gesprochen, dass es Refills gibt. Auf der Gucci-Seite gab es die nie, aber auf der Douglas-Seite habe ich zum Beispiel von der neuen Lidschattenpalette das Inlay, also die Lidschatten, jetzt auch als Refill gesehen. Vielleicht kommen ja hierzu auch Refills, was ich anbieten würde, weil die Dose doch sehr schön ist. Man öffnet die Dose hier an diesem kleinen Nöppelchen und das ist das Einzige, was ich nicht ganz so gerne mag. Ich muss das hier so ein bisschen aufschieben. Das geht schon, aber ein magnetischer Verschluss wäre mir jetzt lieber gewesen. Das ist jetzt beispielsweise die Farbe Rose Beige. Man hat einen Spiegel mit dabei, der den kompletten Deckel ausfüllt, sodass man schon mit ihm arbeiten kann. Also er ist ein wenig klein, aber das funktioniert ganz gut und ansonsten ist hier die Gucci-Einprägung, wie ich finde, sehr schön gemacht. Sie schreiben auch extra, sie haben so ein etwas kleineres, kompaktes Format verwendet, um sie eben auch leicht in die Handtasche packen zu können. Wie immer kommen die Sachen in so einem Dustbag, lustigerweise, glaube ich, hatten sie kein passendes da für den Blush. Und so haben sie praktisch jeden Blush in so ein Täschchen gefüllt, in die eigentlich die Sprays und so drin sind. Da weiß ich nicht, ob das jetzt nur bei mir so war oder ob sie gerade, ja, ob sie noch warten auf andere Dustbags, denn ich habe gesehen bei amerikanischen YouTubern, dass die kleinere Taschen dazu bekommen haben. Ich möchte es in dem Video so machen, dass ich immer auf jeder Seite, jeweils auf den Wangen als auch auf den Augen, einen Blush swatche und zeige und wir uns somit durch alle 6 Farben durcharbeiten und ihr dadurch einen guten Eindruck von den Blushes bekommen könnt. Fangen wir an mit der Farbe Nummer 1. Das ist Fresh Rose. Die sieht so aus. Das ist ein sehr zarter, rosiger Ton. Ich werde die auch mal alle dann swatchen, dass man die dann auch noch mal nebeneinander sieht. Wenn man reingeht, das fühlt sich sehr zart,
cremig an. Also das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Das gefällt mir gut, zumindest mit dem Fingerswatch. Und dann ist das die erste Farbe. Das ist ja kein glänzender Blush, aber durch diese cremige Formulierung hat man auch kein so sehr mattes Finish meiner Meinung nach, sondern eher so ein leicht Satin-Finish. Dann starte ich mal auf dieser Seite mit Fresh Rose. Ich nehme hier meinen Surat Puderpinsel und gehe hier in das Produkt rein. Ich bin nur so rein und bekomme doch schon eine ganze Menge an Produkt ab. Hab nicht so wirklich viel Kickback jetzt mit dem Pinsel. Das ist auch immer mal Pinsel unterschiedlich. Und dann gebe ich mir den hier drauf. Ich habe nur Foundation drauf und etwas Puder, aber keinen Bronzer oder irgendwas in der Richtung, um dass man eben die Farbe sieht. Und ich finde, sie zeigt sich doch ziemlich schnell. Ich baue das ein wenig auf, damit die Farben auch über die Kamera gut rüberkommen. Ich finde, der Blush hat sich jetzt sehr gut auftragen lassen, auch sehr schön verblenden lassen. Und ich habe ihn jetzt schon ein wenig aufgebaut. Also das ist ja auch eine sehr softe Farbe. Und dann schnappe ich mir noch einen Lidschattenpinsel. Und zwar von La Bouche Rouge. Und gebe mir, da habe ich gleich direkt sehr viel mehr Pigment. Und gebe mir das über das gesamte Lid. Und das klappt sehr gut. Ich hole euch mal einen Tacken näher ran. So, ich glaube, da könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen. Also auf dem Auge funktioniert das wunderbar. Und auch auf dem Gesicht gefällt der Ton mir sehr gut. Das sieht wie versprochen überhaupt nicht nach Puder aus, sondern ist sehr schön mit meiner Haut verschmolzen. Also das sieht sehr natürlich aus, sieht nicht aus wie so eine extra Schicht. Die Farbe macht schon mal einen sehr schönen ersten Eindruck. Und dann würde ich vielleicht nicht mit der Nummer 2 weitermachen, weil das ist so ein richtig peachiger oder so ein Aprikosenton, sondern vielleicht mit der Nummer 3, weil ich finde, die sehen sich so ähnlich. Und zwar ist die Nummer 3 die Radiant Pink. Der sieht so aus, ein bisschen mehr Pink noch mit drin und ein wenig kräftiger. Aber wenn man die jetzt so nebeneinander hält, dann kann ich da nicht ganz so viel Unterschied erkennen. Und ich möchte einfach mal sehen, wie die im Vergleich nebeneinander wirken. Denn da glaube ich, die könnten sich sehr ähnlich sehen. Ich nehme den Classic Cheek von Sonia Chi, gehe auch hier rein. Also man hat so ein bisschen Puder-Kickback, auch je nachdem, wie stark man wahrscheinlich reingeht. Aber auch mit dem Pinsel habe ich jetzt nicht so viel. Ich lege meine Pinsel meistens so hier rein und bekomme hier schon genug Produkt auf den Pinsel. Und dann starte ich mal mit dieser Farbe. Und wie ich es vermutet habe, ist es gleich ein wenig pigmentierter. Ich baue das mal hier hinten ein bisschen auf. Und um eine ähnliche Farbtiefe hinzubekommen wie auf der Seite, muss ich auf dieser Seite einfach weniger aufbauen. Das sieht sich meiner Meinung nach schon sehr ähnlich. Ich nehme mal von Rose and Ben den Pinsel Nummer, was ist das? E29 und gehe mal hier auf mein Auge. Da kann man vielleicht dann den Unterschied ein bisschen besser erkennen. Ich mag die Pinsel ja ganz gerne, nur mir ist der Stiel ein bisschen lang. Ich sehe zu schlecht. Wenn ich meinen Spiegel da nah ranhalten will, dann komme ich mir da oftmals ins Gehege. Dann ist das jetzt nochmal mit Lidschatten und insgesamt finde ich, also es sieht sich schon sehr ähnlich. Ich glaube, man merkt, dass hier etwas mehr Wumms dahinter ist, dass die Farbe kräftiger ist. Und dann habe ich die hier nochmal geswatcht nebeneinander. Also das ist der Fresh Rose und das ist der Radiant Pink. Der ist einfach von Grund auf ein bisschen tiefer pigmentiert. Der ist so ein Tacken vielleicht wärmer als der hier. Also der sieht ein bisschen
kühler aus. Ich denke, wie man es hier erkennen kann, ist der Unterschied nicht so groß. Ich glaube, auf meiner Haut zumindest kommt der mehr pink, aber einen Tacken wärmer raus als die Farbe. Da sieht man schon dann einen höheren Blauanteil, was bei meiner Haut mit solchen Farben immer schnell passiert. Und dann würde ich jetzt die beiden abmachen und dann kommen wir zu den nächsten beiden. So, dann habe ich jetzt nochmal alles neu gemacht sozusagen und dann starten wir weiter mit der Nummer 2. Tender Apricot. Das sieht so aus. Ich glaube, der Name sagt schon, das ist ein Aprikoton. Auch sehr schön, sehr soft. Ich swatch den mal. Geswatcht sieht der dann so aus. Wie der Fresh Rose ist das auch ein softer Ton im ersten Eindruck. Und dann nehme ich von Sonia Chi aus dem Lotus Set den Cheek Pinsel. Und gehe hier wieder ein wenig rein und starte erstmal langsam. Und wenn ich den nur so leicht auftrage, ich glaube von vorne sieht man es fast noch mal so ein bisschen besser, dann ist das tatsächlich nur so ein Hauch von, also so ein ganz leichter Aprikosenton. Sehr natürlich sieht das aus. Der gefällt mir gut. Ist immer so ein bisschen schwierig mit meinen Rötungen. Ich bekomme die auch momentan kaum komplett abgedeckt. Ich muss mal unbedingt wieder zum Lasern gehen. Aber dann ist das erstmal die Farbe Tender Apricot. Ich finde, die verbindet sich sehr schön sonst mit meiner Haut. Und auch hier, ich nehme jetzt den anderen Pinsel von La Bouche Rouge. Der ist so ein bisschen fester gebunden. Da merkt man auch gleich, wenn ich den abklopfe, dann staubt es ein wenig. Und dann sieht der so auf dem Auge aus. Das ist ein ja, sehr neutraler, bisschen wenig warmer Ton. Also der sieht ziemlich beige, finde ich, aus auf meinem Augenlid. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde jetzt, durch den gleichfarbigen Lidschatten kommt die Farbe auf meinen Wangen noch mal besser raus. Ich könnte hier mal schauen, ob ich noch ein wenig aufbaue. Und dann sieht das so aus. Gefällt mir sehr gut, die Farbe. Und dann würde ich auf der anderen Seite mit der Farbe 04 Bright Coral weitermachen. Auch den swatche ich erstmal. Und dann sieht der so aus. Für mich sieht das so ein wenig aus wie ein Mix aus dem ersten Ton und eben aus diesem Tender Apricot mit ja, ein bisschen mehr Pink drin. Ein klassischer Korallenton. Ich nehme hier von Sonia Chi den Phase 2 Pinsel. Gehe hier mal rein. Wenn ich so richtig reingehe, dann habe ich so ein wenig Puder-Kickback, aber zu vernachlässigen meiner Meinung nach. Und dann tappe ich mir immer vorsichtig hier hin. So, ich habe den jetzt gleich ein bisschen aufgebaut. Ich finde, der gleicht jetzt mehr so den ersten beiden und der ist einfach ja koralliger, ein wenig neutraler, wie ich finde. Also nicht ganz so kühl wie jetzt der erste Fresh Rose und aber auch nicht so wie Radiant Pink, sondern ja, man hat so ein wenig was von sowas Peachigen mit drin. Dadurch wirkt er auf dem Gesicht neutraler, also von den pinken Tönen. Gefällt mir der im ersten Moment ganz gut. Auch den bringe ich mal aufs Auge. Dann nehme ich von Chikuhodo einen Blenderpinsel. Und dann ist das die Seite mit Bright Coral. Und hier nochmal die beiden, also Tender Apricot und Bright Coral im Vergleich. Also die, finde ich, sehen sich gar nicht ähnlich. Der passt eher noch zu den ersten beiden. Aber beide sehr schön. Bis jetzt habe ich noch keinerlei Thema gehabt mit Ausblenden. Sie sind erstmal einigermaßen soft. Man kann sie aber ziemlich gut aufbauen und für mich auch ziemlich einfach aufbauen. Bei dem Fresh Rose und auch bei dem hier, da weiß ich nicht ganz genau, wie das bei ganz dunklen Hauttönen aussieht, wie stark die dann rauskommen, weil die Farben an sich
doch sehr hell sind. Bei dem Radiant Pink und auch bei dem kann ich es mir schon eher vorstellen. Dann kommen wir jetzt zur Nummer 5, Rosy Beige. Das ist ein sehr schöner, neutraler, ja, ein bisschen rosig-beiger Ton. Da passt der Farbname wieder sehr gut. Ich swatch auch den mal direkt. Das ist so eine Farbe, die hat mich sofort angesprochen. So ein neutraler, fast so ein wenig bronziger, moviger Ton. Die mag ich am liebsten. Und dann ist das hier die Farbe Rosy Beige. Sehr schön. Gleich als ich es gesehen habe, dachte ich so, das könnte mein Favorit werden. Ich nehme von Chico Hodo den FO04 Pinsel und tippe da mal nur leicht rein, weil ich glaube, der könnte schon so ein bisschen stärker pigmentiert sein. Ja, und bekomme auch direkt ganz gut Farbe ab. Und dann sieht der Ton so aus. Ja, gefällt mir richtig gut. Wie vermutet, ist das genau das, was ich so am liebsten habe. Dann schnappe ich mir hier auch von Chico Hodo aus der letztjährigen Weihnachtskollektion den Pinsel und gebe mir die Farbe mal aufs Augenlid. Der ist direkt sehr gut sichtbar. Das ging super flux. Und dann ist das die Farbe Rosy Beige. So, und dann kommen wir zu dem letzten und auch dunkelsten im Bunde. Das ist die Nummer 6 Warm Berry. Der sieht so aus. Das sieht nach einem sehr schönen Bärenton aus. Ich swatch den mal, aber für mich sieht er auch ziemlich neutral aus. Und da bekomme ich direkt bei einem Swipe schon sehr viel Farbe auf meinem Finger. Also da werde ich vorsichtig sein dürfen mit meiner hellen Haut. Ist aber dann natürlich perfekt geeignet für dunklere Hauttöne. Und dann sieht der so geswatcht aus. Der hat was Braunes, so ein bisschen was Rötliches mit drin. Ein sehr spannender Ton, der gefällt mir richtig gut. Dann nehme ich jetzt auch von Chico Hodo aus dieser Weihnachtsserie den Pinsel und gehe mal ganz vorsichtig einmal nur rein und habe direkt sehr viel Produkt auf dem Pinsel. Ich klopfe das ab, gehe auch einmal auf meinen Handrücken und starte mal sehr langsam. Dann haben wir hier die Farbe Warm Berry und man sieht schon, ja, da ist so ein bisschen mehr Wärme, ein rötlicher Anteil drin, aber durch dieses etwas bräunliche auch in dem Ton, finde ich, geht es ganz gut. Ich habe den jetzt mit einer leichten Hand aufgetragen. Ich würde sogar, wenn ich den jetzt tragen möchte, noch ein wenig leichter reingehen, aber damit ihr einen Eindruck von der Farbe bekommt. Ich packe mir den auch direkt aufs Auge. Dann nehme ich aus der Fox-Serie von Chico Hodo den 05 Pinsel. Habe auch direkt sehr viel Pigment auf dem Pinsel. Das war jetzt nur einmal reingetippt in die Farbe. Lässt sich aber auch schön ausblenden. Und dann sieht die Farbe Warm Berry auf meiner Haut so aus. Gefällt mir auch gut, genau richtig so ein bisschen für die kühlere Jahreszeit. Da mag ich auch solche Töne sehr gerne. Dann haben wir hier nochmal Rosy Beige. Für mich, glaube ich, so der nicht drüber nachdenken Everyday Blush. Und das ist dann Warm Berry, auch wunderschön, gefällt mir auch richtig gut. So, dann haben wir jetzt alle Farben von den Blushes durch. Ich zeige nochmal hier die Swatches. Vielleicht mache ich mal kurz mein Licht etwas dunkler. Dann kann man die, glaube ich, nochmal ein wenig besser erkennen.
Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Formulierung, die so ein bisschen cremig ist, die sich sehr schön auf die Haut schmiegt. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine wunderschöne Formulierung, die sich einfach verblenden lässt. Man kann sie aufbauen, man kann sie leicht auftragen. Mich würde es jetzt noch mal interessieren, gerade vielleicht so ein bisschen die helleren Farben auf dunkleren Hauttönen, ob die dann immer noch so rauskommen oder ja, bei dem ersten, denke ich, werden irgendwann Grenzen gesetzt sein. Ansonsten sind sie doch flexibel, was mir immer am liebsten ist. Also selbst mit dem dunklen Ton konnte ich jetzt ganz gut arbeiten, ohne dass es für mich zu viel wird. Also formulierungsmäßig super, Verpackung, ja auch 1A, gefällt mir sehr gut. Die Farbauswahl, da bin ich, ja, die ist ganz nett. Ich denke, da ist auch für jeden was dabei. Für mich ist der Ton, also das Tender Apricot, ein besonderer Farbton, den finde ich, sieht man nicht ganz so häufig. Das gefällt mir sehr gut. Die anderen Farben, vielleicht der hier noch, das ist auch so ein Farbton, den es nicht so häufig gibt. Aber die pinken Töne oder so Koralltöne, auch dieser mauvige Ton, das sind Farbtöne, die man doch sehr häufig sieht. Ich meine, da ist Gucci den sicheren Weg gegangen und hat eben Farbtöne gewählt, die bei vielen innerhalb der Komfortzone liegen. Ich hätte mir aber von Gucci, dadurch, dass sie ja auch öfter mal so ein bisschen aus der Komfortzone raustritt, wenn man sich so die Lippenstiftfarben von Gucci anschaut, dann ist das für mich was, wo ich sage, da findet man Farben, die findet man sonst nirgends. Also das wäre jetzt vielleicht so mein kleiner Wunsch gewesen, dass Gucci auch in den Blush-Farben Farben herausgebracht hätte, die vielleicht so ein Ticken mehr anders sind oder sich mehr unterscheiden. Vielleicht kommt das ja noch. Ansonsten sind es natürlich schöne Farben, die, glaube ich, vielen gefallen werden. Und mein erster Eindruck ist sehr gut. Hätte ich alle 6 gebraucht? Nein, sicherlich nicht. Die habe ich gekauft, weil ich eben alle Farben zeigen wollte. Gerade so die so ein bisschen pinken, also die ersten beiden und auch dieser mehr korallige Ton, finde ich, gehen schon in eine ähnliche Richtung und ja, auf dem Gesicht wahrscheinlich nicht mehr so stark voneinander zu unterscheiden, denke ich. Da, wenn man sich für sich die beste Nuance aussucht, dann ist man da sehr gut bedient. Für mich ein sehr schöner Launch von Gucci. Die Kollektion bekommt von mir insgesamt so einen Daumen nach oben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war sehr mühelos. Da stimmt für mich das Gesamterlebnis. Was sagt ihr denn dazu? Ansonsten von meiner Seite war es das. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.